Brains des Huhn. Es wurde Bier in rauen Mengen erworben. In den Flaschen ist hier was, eine ganze Menge drin, 26 Milliliter, um genau zu sein. Einmal Prost und einmal das, zeig doch mal die Brühe, das Singa, ja. Und ja, die kosten zusammen zwar fast 5 Euro, aber scheiß drauf, die werden sich heute reingepfiffen. Das ist der Name der ehemaligen Hauptstadt von Bali. Oh, Junge, hier haben wir einen ganz pfiffigen Fuchs. So, wir sind jetzt hier bei Normans Fußfisch Aquarium. Der Wahnsinn beginnt. Komm, Mama zuerst bitte. Ich zieh direkt nach. Jetzt habt ihr endlich eure Füße, ihr Schweine. Oh, weiter. Oh mein Gott, das ist ah, Junge! Nur das Kitzel. Ah, aua! Oh, Junge! Junge, ist das geisteskrank! Ah! Ah! Nee, nee! Nee! Ah. Nee! Alter, an alle Fußfäden. Und das vorletzte Frühstück bricht an, das heißt, der letzte volle Tag beginnt. Wir haben heute nochmal einen feinen Fahrer, der uns zum Tempel fährt, zu einem Restaurant und dies, das. Und naja. Der Uluwatu-Tempel wird jetzt besucht. Cliff View. Nee, da lang. Dort also. Tempel und Exit. Aber wo Exit und Toilet, ich habe mir gerade wirklich wieder mal den Darm. Nee, ist gut, Max. Das interessiert wirklich niemanden. Mensch, das ist ja wirklich schlimm. Ausblick, ihr Mutter. Das deutsche Handwerk. Heiliger Strohsack, ein wunderschöner Ausblick, aber schon wieder hoch sein Vater, Junge, Junge. Kauft mir Stacheldraht. Ich, einfach nur ich. Das bin auch ich. Jetzt sind wir beim Padang Beach. Hier gibt es auch wieder feinste Affen. Die werde ich auf jeden Fall vermissen. Die ostdeutschen Affen in Menschengestalt, die sind nie so fein wie die hier. Die sind
nie so stinkend, nie so haarig wie unsere Affen zu Hause. Und die saufen auch nicht so viel Brühe. Ja, bin schon mal gespannt auf den Ehrenwerdenstrand. Dieser Weg hier ist enger als das Arschloch meiner abgefuckten Großmutter. Das ist so gemein, wie deine Oma. Das ist auf jeden Fall einer der schönsten Strände, die ich in diesem Urlaub erblicken durfte. Junge, Junge. Nicht schlecht. Auf Empfehlung des mageren Barons, Grüße gehen raus, geht es jetzt auch nach Seminyang ins Honeybees und jetzt wird hier fein gespeist. Mmh, ey! Fein zu speisen, das sieht gut aus. Es fehlt nur noch die Ente. Bebek Goreng. Halbe Ente, ihr Vater, Alter. Das Essen sieht wirklich sehr schmackhaft aus hier. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Günstig und äußerst schmackhaft. Dasselbe gilt für Sie. Ja. Das ist der letzte Abend. Wir laufen jetzt immer am Meer entlang und genießen den Sonnenuntergang und werden uns danach eine sehr feine Mahlzeit reinpfeifen. Darauf freue ich mich schon seit einer ganzen Weile. Letzter Abendurlaub ist immer nicht schön. Aber naja, dann haben wir noch schön verbumst den Abend, da geht es. So, wie gesagt, letzter Abend. Ich habe noch dieses Bier. Was ist denn los? Junge, der Autofuß. Egal. Das ist eigentlich schon das Vierteil. Ein Bullshit. Schnitt, Maurice, Schnitt! Was hast du denn eigentlich dort gemacht? Ja, es war ein mieser Rollerunfall. Und pure Dummheit. Diese Mischung ist sehr schwierig. Boah, Alter. Junge, das ist Sonnenuntergang, sein Vater. Junge, boah, ey. Junge, ist das krank. Hier will ich meine Kinder zeugen, gebären und aufziehen. Wie bitte? Wie macht man das wieder zu? Ich hab's in die eine Richtung gedreht. Oh nee! Scheiße! Das gibt richtig Ärger! Hey, hast du das jetzt kaputt? Hast du es überdreht? Du, ey, bist wirklich. Max, oh. Ey, das ist wirklich Urlaub vom Feinsten hier. Der allerletzte Abend in Kuta ist angebrochen. Wir werden jetzt ein Festmahl, das seinesgleichen sucht, zu uns nehmen. Ich werde das alles hier durchaus vermissen. Die Wärme, das Meer, die Pools, die Nahrung vor allem. Auf jeden Fall nicht die Australier, Engländer und Amerikaner, die hier weiß und fettbäuchig ankommen.
natürlich die Zweisamkeit mit meiner Wenigkeit. Ja, natürlich. Ehrenbruder Roxy hat mir schöne Gesellschaft geleistet. Und ja, sonst war es schon stabil, muss ich sagen. Oh ne, hey, die Bullen! Oh ne, die Bullen! Vielen Darmversicherer rübergeleiten. Das ist das Lokal unserer Wahl. Und das ist die Speise der Wahl. Yes. So, für diesen wurde sich jetzt hier entschieden. Mein Guter, du wirst jetzt verspeist. Es tut mir wirklich leid. Dafür wirst du befreit. Sie sehen hier Mahlzeit sein Vater, Alter. Ist das geil. Oh. Zubereitet von Meisterhand. Feinstes Fleisch. Das war ein sehr edles und wundervolles Mahl, nur selbstverständlich viel zu wenig Fleisch an diesem mageren Vieh. Damit ich das nächste Mal einen 1,5 Kilo Hummer erwerben kann, mehr Merch. Mehr Merch! Warum hast du eigentlich kein Merch an? Das ist definitiv meine abschließende Mahlzeit für diesen wundervollen Urlaub. Und selbstverständlich wurde das Restaurant hervorragend bewertet. Ja, ein schmackhaftes Mahl. Alles exzellent.